Ja, hallo, ich bin der Julian von techhive.de und wir haben hier das Redesign des Acer Iconia B1. Ihr seht es hier an dem Namen, an dem Zusatz 710, dass es sich um die Wi-Fi-Variante handelt. Das 711 ist die Variante mit UMTS. Gegenüber dem eigentlichen B1 haben wir keinerlei Änderungen, eigentlich technisch. Wir haben immer noch ein 1420x600 Pixel Display. 7 Zoll in Dual-Core 1,2 GHz Prozessor, 1 GB RAM und eben maximal 16 GB Speicherplatz. Eine Kamera an der Rückseite haben wir hier nicht verbaut, lediglich eine 0,3 Megapixel Kamera an der Frontseite. Die Variante mit UMTS hat noch GPS eingebaut, ich denke mal die Wi-Fi-Variante ebenfalls. Wir haben noch einen Micro-SD-Kartenleser hier unten dran und jetzt wollen wir kurz einfach schauen, was sonst noch an dem Gerät neu ist. Wir haben hier außen so eine kleine Metallkante, die ziemlich sehr an das Nexus 7 erinnert, wenn ich ehrlich bin, auch an der Rückseite. Beziehungsweise die Rückseite ist hier ein wenig abgeflacht. Erinnert mich auch ein wenig an das Nexus 7. Die Dicke ist ungefähr identisch. Wir haben hier eine flache Rückseite, gibt es in Weiß. Ich weiß gar nicht, ob es noch in anderen Farben gibt. Wie gesagt, hier unten gibt es den Micro-SD-Einschub. Ich denke mal, bei der Wi-Fi bzw. bei der UMTS-Variante haben wir unten auch noch den SIM-Karten-Slot, wo dann eben Micro-SIM reingehört. Hier unten noch den Lautsprecher. Und ja, das war es im Prinzip schon von dem Gerät. Unten noch den Micro-USB-Anschluss und vorne eben das 7 Zoll Display, was ein klein wenig dicken Rahmen hat. Wenn wir das mal kurz einschalten, also ist der Rahmen schon ziemlich groß. Hier oben noch die 0,3 Megapixel Kamera. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier für eine Android-Version installiert ist. Wir haben hier mal kurz im Menü über das Tablet und da sehen wir im Starthaus bzw. hier schon Android 4.1.2, also nicht die aktuellste Version, aber immerhin Jelly Bean mit Google Now. Wir haben jetzt hier leider keine WLAN-Verbindung, das heißt, wir können hier nicht auf das Internet zugreifen, um mal kurz in den Browser reinzuschauen. Beziehungsweise hat es da gerade die WLANs angezeigt, dann kann ich mich auch mal kurz verbinden. Nein, hat es nicht. Deswegen schaue ich einfach mal kurz die Tastatur. Ja, reagiert eigentlich ziemlich flott. Also ich denke mal, zum Surfen sollte das Gerät durchaus in Ordnung sein. Ist natürlich jetzt mit einer Hand ziemlich doof, hier was zu tippen. Aber ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Mit dem Acer Iconia B1, wie gesagt, technisch gleich mit dem Acer Iconia B1. Das ist wie gesagt nur ein Redesign. Ich schaue einfach mal kurz, was hier noch an Apps installiert ist. Wir haben hier einmal noch einen Dateimanager, den hier Acer anscheinend drauf gemacht hat. Da können wir dann hier eben auch die Micro-SD-Karte verwalten und eben den Speicherplatz an sich. Können hier auch dann direkt Daten löschen, Ordner hinzufügen und so weiter und so fort. Gehen wir kurz hier raus und schauen mal, was hier noch drin ist. Play Magazin. Das haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Okay, das ist anscheinend ein Dienst von Google. Da können wir jetzt auch nicht drauf. Noch ein Spiele und Top HD Games will auch im Internet den Browser aufrufen, das heißt, ist auch noch nicht möglich, aber das Gerät soll im Juni zum Preis von 129 Euro in der Wi-Fi-Variante und, soviel ich weiß, 179 Euro in der UMTS-Variante kosten. Ja, muss man sich überlegen, ob die Leistung eben ausreicht, aber ich denke mal, wenn man nur im Internet surfen will und nicht groß Spiele machen will, das ist sicherlich eine Sache und hat gegenüber dem Nexus 7 natürlich auch noch den Vorteil, dass wir hier einen Micro-SD-Slot integriert haben. Ja, das war's mit dem Acer Iconia B1 710. Hier das Redesign des eigentlichen B1-Tablets. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!